dann bei eigenem Service 60-15 führte. Und nun liegt er 1-3 zurück. Super. Becker in einer ähnlichen Situation wie am vergangenen Sonntag gegen Guillermo Perez Roldan. Premier Service. Becker meint, der Ball sei im Aus gewesen. Handelt sich daraufhin ein paar Pfiffe ein. Und schon schwenkt das Publikum über zu dem Schweden, der jetzt 3 Spielbälle zum 4-1 hat. Aus. Dass er sich aus solchen Situationen noch herausretten kann. Was gibt es nun? Der Linienrichter hat sich selber korrigiert. Richard Kaufmann bittet ihn, sich den Abpfiff nochmal anzuschauen. Somit gilt es als Ass. Irrsinnig, welche Leistung beide noch zeigen. Auf solch einen stark überrissenen Ball mit einem Stopp zu antworten. Thank you.
Und dies ist der direkte Punkt mit seinem besten Grundschlag, der Rückhand. Toller Kampf. Vier zu zwei nur noch für Boris Becker. Für Stefan Edberg natürlich. Und Boris Becker braucht ein Break. Fußfehler. Null. Und nun ärgert sich Becker wieder, für meinen Geschmack zu laut. Und zwei Spielbälle zum 5:2. Wieder Fußfehler. Edberg rutscht mit dem linken Fuß ein Stückchen nach vorne zuweilen. Und das ist die Folge. Edberg vielleicht doch ein bisschen verunsichert. Jetzt des öfteren Schläge, alles oder nichts. Edberg mit der überraschenden Rückhand Longline.
Die Minen der Angehörigen. Und nun muss Boris, um das Blatt zu wenden, noch einmal das Letzte aus sich herausholen. Hier die Auflagstudie von Edberg, der die Angewohnheit hat, mit dem linken Fuß beim Auflag während des Ballwurfs ein bisschen zu drehen. Edberg hat also diese kritische Phase überstanden.